Hi Leute, herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeug-Podcast. Und heute mit dem super, super genialen Titel, wie auch du zum Chuck Norris des Schlagzeugs wirst. Die 7 Tipps zum Erfolg. Also, wie ihr vielleicht denken könnt, ich habe ein bisschen an dem Titel diesmal gefeilt, was ich sonst nicht unbedingt so mache. Ich mache das sonst immer sehr pragmatisch. Aber ich dachte mir, hierfür muss ich mir irgendwie was einfallen lassen. Und das mit Chuck Norris fand ich einfach total witzig. Und ich ja, habe heute extra für ein spezielles T-Shirt angezogen. Ich habe leider weder ein Chuck Norris T-Shirt noch ein Bruce Lee T-Shirt oder sowas in die Richtung. Aber ich habe ein Muscle Shirt aus Venice Beach mit Arnie drauf. Ich meine, das ist also 99% so geil wie Chuck Norris, würde ich sagen. Und sogar original aus Venice Beach. Habe mir meine Freundin aus Los Angeles mitgebracht. Okay. Ich habe diesen Podcast jetzt, habe ich schon mal als Videovariante auch gemacht für den Markus, einen Kumpel und Musikerkollegen von mir, für seine Ingroove Musikschule und praktisch zum Thema richtiges Üben. Und ich wollte es aber unbedingt auch nochmal hier für Bumzack als Podcast machen, weil ich das einfach euch unbedingt mitgeben möchte, weil es super, super wichtig ist, meiner Meinung nach. Das sind die absolut wichtigsten Sachen, die man beachten kann, wenn es ums Thema Schlagzeugüben geht. Oder nicht nur Schlagzeugüben, sondern ihr könnt es wirklich auf all mögliche Instrumente umsetzen. Vielleicht nicht jeden Punkt explizit, das muss man immer ein bisschen betrachten, welches Instrument hat man, weil es halt ein Unterschied ist, haue ich einfach auf Trommeln drauf oder spiele ich Trompete zum Beispiel oder singe ich. Das macht natürlich einen großen Unterschied aus, aber abgesehen davon könnt ihr die meisten Tipps auf alle möglichen Instrumente anwenden, also nicht nur für Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen jetzt. Und ich habe das diesmal, also für die Ingroove Musikschule waren 5 Videos und diesmal habe ich, das sind aber praktisch bis auf eine kleine Sache ist nur dazugekommen und deswegen habe ich das diesmal und bei dem einen Video waren es 2 Dinge, deswegen sind es jetzt halt einfach 7 Tipps für euch. Okay, Tipp Nummer 1. Und übrigens, wenn ihr das einfach nur irgendwie hört und wenn ihr Bock habt, ich würde euch das wirklich empfehlen, nehmt euch gerade mal irgendwie euer Smartphone zur Hand oder einen Zettel und einen Stift und notiert diese Überbegriffe einfach mal mit und legt euch das einfach dann neben das Schlagzeug, wenn ihr das nächste Mal übt. Würde ich euch wirklich empfehlen. Es wird wirklich viel, viel effektiver. Okay, Schritt Nummer 1, das Allerwichtigste, langsam spielen. Ihr glaubt nicht, erstens, wie oft ich mir das selbst beim Üben vorsage und zweitens, in meinem Unterricht, also der nächste Begriff ist auch noch, das sind die 2 Sachen, die ich am häufigsten zu meinen Schülern einfach sage. Oder beziehungsweise sie müssen es ja eigentlich auch schon selber wissen, wenn sie bei mir ein Stück weit länger Unterricht haben. Da sage ich immer, und jetzt rat mal, was ich dir empfehle. Wie machen wir es jetzt nochmal? Und dann kommt schon immer so, langsamer spielen? Dann sage ich, Bingo! Und das ist ganz, ganz einfach. Beim langsamen Spielen, warum ist es so effektiv und so wichtig? Erstens, die Übung wird zu 99% leichter. Ihr habt von Schlag zu Schlag einfach mehr Zeit, euch auf das zu konzentrieren, was als nächstes kommt. Das ist logischerweise einfacher. Das heißt, ihr habt auch dabei einfach einen schnelleren Erfolg, weil ihr schneller einfach vorwärts kommt und weil ihr den Takt, den ihr gerade übt zum Beispiel, einfach schneller könnt. Wenn auch erstmal von mir ist auf Tempo 45 irgendwas super langsames oder es muss ja gar keine ich um eine BPM-Zahl gehen, einfach super, super langsam. Und indem ihr einfach das macht, ist es von Schlag zu Schlag, könnt ihr euch weiter darauf fokussieren und ihr spielt einfach viel, viel bewusster. Das ist super, super wichtig. Und ich sage auch zu all meinen Schülern, ich weiß es für mich selbst, wenn du eine Übung, welche auch immer, langsam nicht spielen kannst, dann zumindest zu 99%, nicht zu 100, aber zu 99% kannst du es schnell
Auch nicht wirklich. Und wenn, dann bescheißt man sich meistens selbst. Weil dann ist es irgendwie so, dann feuert man was ab, aber da sind dann trotzdem ein, zwei Stellen, die sind vielleicht ein bisschen ruckelig und ein bisschen hopplig, aber da wischt man dann irgendwie so drüber und in der Geschwindigkeit fällt es einem vielleicht auch gar nicht so genau auf. Oder es ist einem vielleicht gar nicht bewusst so, okay, was für einen Handsatz spiele ich da eigentlich? Und manchmal komme ich mit rechts auf der Eins raus, manchmal mit links, aber egal, Hauptsache es funktioniert. Ich meine, Hauptsache es funktioniert, das ist definitiv schon mal auch ein super wichtiger Schritt. Aber wenn ich dann noch weiß, was ich tue, dann ist es ja das Optimale letztendlich. Also ganz, ganz wichtig, spielt eure Sachen immer erstmal super, super langsam und dann Schritt für Schritt schneller die ganze Geschichte. Das nächste, oft, oft, oft wiederholen eure Übungen. Ich weiß nicht, ob ihr es selbst irgendwie so macht, so man hat den ersten Erfolg, man konnte es das erste Mal richtig spielen und dann ist ja auch so ein Glücksgefühl dabei, was ja super ist, aber dann hat man da oft irgendwie so, denkt man sich, ja geil, jetzt kann ich's. Nee, jetzt hast du es einmal richtig gespielt, das hat mit wirklich können erst nochmal nicht so wirklich viel zu tun. Sondern spielst es das zweite Mal richtig, das fünfte Mal, das zehnte Mal, das 20. Mal und irgendwann hast du es 500 Mal richtig gespielt, in allen möglichen Tempi und zu allen möglichen Anlässen sozusagen, dann kann man wirklich davon sprechen, dass du es wirklich kannst. Also super, super wichtig, die Sachen oft wiederholen. Und wenn ich zum Beispiel mit meinen Schülern zum Beispiel längere Übungen mache, also zum Beispiel 8 Takte, dann vergessen die oft total gerne, auch wenn ich es hinschreibe und wenn ich die Wiederholungszeichen hinmache, vergessen die oft, dass die die Übung einfach wiederholen sollen und öfter spielen sollen und nicht nur einmal am Stück. So, weil für viele fühlt sich dann natürlich so 8 Takte schon an wie, ja, das ist ja schon ganz schön eine längere Übung, so ungefähr cool, wenn ich es geschafft habe, aber es ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, den Wechsel einfach, zum Beispiel ich habe hinten noch einen Fill und am Anfang starte ich mit einem Groove, so ganz standardmäßige Übung für uns Schlagzeugerinnen und dann vergesse ich aber, wie ist es, komme ich auch aus dem Fill wieder vorne in den Groove oder komme ich von diesem Fill zu dem nächsten Part zum Beispiel. Das muss man natürlich genauso üben und nur in dieser stetigen Wiederholung. Habt ihr auch wahrscheinlich alle schon tausendmal gehört, geht es einfach in Fleisch und Blut über. Und am besten ist es ja dann, wenn ihr was spielen könnt, worüber ihr gar nicht mehr nachdenken müsst. Ich meine, wir alle können wahrscheinlich einen Bumzack-Groove einfach spielen und müssen uns nicht darauf konzentrieren. Außer ich möchte diesen Bumzack-Groove auf eine ganz spezielle Art und Weise spielen, wo ich sage, das ist jetzt trotzdem nochmal neu für mich. Aber wir können uns alle hindern. Du, das, Bum, zack. Boom, zack. So, da müssen wir nicht mehr groß drüber nachdenken. Und das heißt, da beginnt dann ja eigentlich erst der wirkliche Spaß, wo, wenn man sich darum kümmert, nicht mehr was spielt man eigentlich, sondern wie kann ich das spielen, was ich da spiele. Also langsam und oft wiederholen. Das Aller, Allerwichtigste. So, als dritten Punkt, deine Fehler erkennen. Ganz, ganz häufig schleichen sich Fehler in Takte und Übungen ein, die einem einfach nicht auffallen, weil man sich dessen halt nicht hundertprozentig bewusst ist, was man da tut. Und das ist halt einfach das Schlimme, weil dann übst du die ganze Woche deine Übung mit einem Fehler, kommst nächste Woche zum Beispiel zum Unterricht und dann sagt der Lehrer den Lehrern, ja, guck mal, dein Takt 3, spiel mal das nochmal, pass mal auf, was du da machst und dann merkst du, ups, da ist eine Hi-Hat-Öffnung oder ups, der Schlag ist ja auf den Tom und nicht auf das Snare oder was auch immer zum Beispiel. Kann alles, alles Mögliche sein. Und wenn du deine Fehler aber selbst nicht erkennst, dann wie willst du es dann besser machen? Dann baust du immer irgendwelche Fehler ein und schon mal über das langsame Spielen, also die oft Wiederholung muss in dem Fall gar nicht unbedingt sein, weil im besten Fall erkennst du gleich am Anfang, ob da ein Fehler drin ist oder ob es hundertprozentig richtig ist. Aber durch das ganz langsame Spielen und durch dieses sehr bewusste Spielen kannst du natürlich viel, viel besser deine Fehler auch erkennen und dementsprechend auch ausmerzen. Weil, also im Unterricht, ich erlebe das so häufig und es ist eigentlich auch relativ egal, ob das ganz junge Schüler sind, was weiß ich, 6, 7 Jahre alt oder ob das ältere Schüler sind, 14, 15 oder von mir ist auch 20 aufwärts. Das passiert allen und auch mir ist es
passiert sowas oder ist es früher passiert? Aber es ist ja total schade, weil du übst und machst und tust und versuchst es so geil wie möglich zu spielen und dir fällt ja die ganze Zeit nicht auf, dass du da essentiell irgendwie einen Fehler einbaust. Und das ist einfach total schade. Also erkenn deine Fehler, indem du auch wirklich dir bewusst machst, okay, was ist meine Übung? Was will ich wirklich spielen? Und was spiele ich eigentlich wirklich? Und wenn es auch einfach, oder es passiert so eine Sache, ihr wollt ein Paradiddle spielen. Was weiß ich, ein Sechser-Paradiddle. Paradiddle-Diddle. Rechts, links, rechts, rechts, links, links zum Beispiel. Und ihr seid so irgendwie in Gedanken, ihr macht so, ihr habt das Metronom am Practice-Pad und auf einmal rutscht ihr so in den Doppel-Paradiddle. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. Zum Beispiel, und es ist euch, fällt euch irgendwann auf so, und ihr wisst gar nicht, habe ich das einen Takt vorher oder schon eine halbe Minute vorher eingebaut? Also wirklich bei der Sache sein, dann erkennt ihr auch einfach eure Fehler. Fokus, ganz, ganz wichtig. Kommen wir auch noch zu. Punkt Nummer 4 auf der Liste zum Chuck Norris oder der Chuck Norris. Da kann man ja, und Chuck Norris ist sozusagen unisex-mäßig, kann man das sozusagen benutzen. Das ist überhaupt nicht auf Männer. Wir alle können ein Chuck Norris sein. Mitzählen. Ich quäle meine Schüler damit ohne Ende. Sie hassen es alle. Es gibt nur wenige, die es freiwillig gern machen. Und vor allem beim Mitzählen laut zählen. Das leise Zählen vergisst es. Das könnt ihr dann machen, wenn ihr das Ganze schon Jahre macht und wirklich, dass sich das da oben eingebrannt hat. Aber beim leise Zählen passieren nach wie vor einfach zu viele Fehler. Und weshalb Zählen ist in vielerlei Hinsicht einfach eine super geniale Übung. Erstens zu dem Thema vorher Fehler erkennen. Es ist unglaublich, wie viel schneller und effektiver man den Fehler erkennt, wenn man mitzählt. Weil durch das Zählen ich mir wiederum einfach für jede Zählzeit und was dazwischen passiert, kommt ja darauf an. Also ich würde mal sagen, Viertel, Achtel, Sechzehntel zählen sind so die Standarddinger. Und natürlich eventuell halt einfach Triolen oder man zählt als Shuffle. Eins und zwei und drei und so weiter. Das sind unsere Möglichkeiten. Und wenn du zählst, zum Beispiel 1 und 2 und 3 und 4 und es ist irgendwie klar, du hast eine Groove, zum Beispiel 1 und 2 und 3 und 4 und ich habe die Bass dann zum Beispiel auf der 2 und der 3 und ich vergesse da ab und zu vielleicht die Bassdrum oder will ich auf der 3 und der 3 und spielen und es fällt mir vielleicht nicht auf, aber durch das Zählen 1 und 2 und 3 und 4 und checke ich automatisch, hau ich auch wirklich auf der 2 und auf der 3 auf die Bassdrum. Wenn das zum Beispiel gerade die Herausforderung ist, können aber Millionen andere Sachen und Herausforderungen einfach sein. Dein Timing wird besser mit dem Zählen, weil dir eher auffällt, wenn du natürlich 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und du merkst sofort, wenn du zum Beispiel schneller werden möchtest, beim langsamer werden einfach genauso. Natürlich, wenn du zum Beispiel super langsam spielst, auf Tempo 50 und zählst nur die Viertel, dann wird dir wahrscheinlich nicht auffallen, wenn du da vielleicht auf Tempo 54 rutscht und nur die Viertel weiter zählst. Das ist, glaube ich, für uns relativ schwer irgendwie einzuschätzen. Aber für alles, wo du einfach mehrere Ankerpunkte hast, wie wenn du halt im Tempo, was weiß ich, 80 die Achtel zählst, dann wird dir das viel, viel schneller auffallen. Und einfach, es stabilisiert dich einfach. Benny Greb macht zum Beispiel total geile Übungen, in denen er einfach das Zählen ersetzt durch so ein Laut. Wie bei ihm ist es, glaube ich, so was Ähnliches wie tsch, zum Beispiel. Wo er einfach sagt, tsch, einfach immer weiter und spiel irgendwie deine Übungen. Und wenn du wirklich deine Fills und Breaks und alles, was ich mit dem spielen kannst, dann eicht sich einfach alles viel, viel mehr. Und es wird viel, viel effektiver und du bist wieder einfach viel bewusster bei der Sache, was immer wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Abgesehen vom Zählen kann man natürlich Dinge auch mitsprechen oder singen. Also für uns Schlagzeuger bietet sich halt das Sprechen oder Beatboxen ist es nicht wirklich, aber so in die Richtung natürlich viel, viel mehr an. Als jetzt, wenn du ein Melodieinstrument hast, ist es natürlich eher eine Melodie mitsingen oder eine Harmonie versuchen zum Beispiel mitzusingen. Ich mache mal ganz häufig diese Übungen zum Beispiel mit meinen Schülern, dass ich mir selber von den Grooves vorsprechen lasse oder Fills, weil wenn die ba ba da 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 dün dün sprechen können,
dann haben sie es schon viel eher verstanden und können es auch mit den Händen dann viel leichter umsetzen. Oder booms, da, du, dooms, da, du, da, du, dooms. Wenn zum Beispiel da die Herausforderung auf diesen zwei schnellen Bassdrum-Schlägen liegt und die das richtig sprechen können, dann werden sie es auch beim Spielen viel, viel wieder bewusster machen können, weil im Kopf, ich sage das auch dann ganz oft, pass auf, jetzt sprichst du es mit und spielst. Weil wenn sich das nicht, wenn das nicht deckungsgleich ist, dann wird ihnen sofort auffallen, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ah, das war der Fehler, ich habe die Bassdrum zu spät gespielt oder ich habe die Bassdrum zu früh gespielt oder ich habe auf einmal einen Quatsch mit der rechten Hand gemacht oder was auch immer. Super, super effektiv. Probiert es unbedingt aus, wenn ihr das nicht schon, oder vielleicht macht ihr das unbewusst zum Beispiel, weil ihr sowieso den ganzen Tag alle Leute um euch rum total nervt, weil ihr irgendwie so durch die Arbeit lauft, dann heißt es wieder, hey, kannst du mal bitte aufhören? Kann ja zum Beispiel irgendwie vielleicht sein, und dass ihr das aber vielleicht nur unbewusst macht, so wie andere Leute irgendwie pfeifen oder über irgendwas nachdenken. Sprecht ihr vielleicht so ein bisschen leise, einfach einen Groove für euch mit und nervt alle um euch rum und macht das aber vielleicht gar nicht bewusst am Schlagzeug selber. Da geht doch mehr immer. Dann denkt ihr doch mal einfach, dann spielst du einfach mal damit. Kann super, super viel Spaß machen. Punkt Nummer 5. Ich war immer kurz vor dem Mikrofon so aufklatscht, ist hoffentlich nicht zu krass laut. Fokus. Fokus auf die Herausforderung. Also es geht ganz viel auch um das Thema Fokus, auch wenn ich sage, ums Langsamspiel und so weiter, weil auf was fokussierst du dich wirklich beim Üben? Und wenn dein Fokus, also wenn es eine Übung ist, wo es zum Beispiel um Ghost Notes in der linken Hand geht, und du bist aber mit deinem Fokus einfach gerade irgendwo anders. Sei es beim Mittagessen, sei es irgendwie gerade beim Standtom oder sei es was weiß ich irgendwo, dann ist es natürlich einfach Quark. Brauchen wir nicht drüber reden. Dein Fokus muss dahin, wo deine Herausforderung liegt. Und das hört sich immer so logisch und so einfach an, aber setzt es wirklich effektiv um. Also wenn für dich klar ist, du hast diese und jene Übung, da ist die Hauptherausforderung für dich, die Schlagkombination, weil du zum Beispiel zwei Sechzehntel Doppelschläge in einem Groove hast, gepaart mit danach zwei Ghost Notes auf der Snare, so Klassik. Da, als Beispiel einfach nur. Dann leg dein Fokus da drauf, mach es so langsam, dass dein Fokus da gut funktioniert, dass deine Konzentration mitkommt und schau dir am besten beim Spielen zu, vor allem, was macht der Fuß auf der Bassdrum, der Bassdrumklöppel, wie ist es mit der Snare, sind es auch wirklich Ghost Notes, ist es nicht zu laut und so weiter. Und dum, da, park. So, wirklich da bei der Sache zu sein, dann ist auch schon mal klar, dass ihr nicht versehentlich irgendwie wieder welche Fehler einbaut, normalerweise. Und es wird viel, viel schneller zum Erfolg führen. Ganz, ganz klar. Wie wenn ihr erstmal einfach 10, 20 Mal den Groove einfach irgendwie versucht, nicht wirklich bei der Sache seid und von 20 Mal euch 17 Mal verspielt. Da hat keiner was davon. Dann bin ich wieder bei dem Thema Work hard, jein, work smart. Also, wenn ihr diese Sachen, die ich euch jetzt sage, diese Punkte, versucht, so gut wie es geht umzusetzen und anzuwenden, kommt ihr viel, 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 viel schneller zum Ziel. Ja, also Fokus auf die Herausforderung. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr neue Übungen habt, die für euch eine große Herausforderung sind, dann brecht diese Übung erstmal runter auf die einfachsten Schritte. Ich will dazu auch in Zukunft mal so praktische Lessons machen, also im Übungsraum am Schlagzeug, damit man das noch viel, viel mehr veranschaulichen kann. Also wenn ihr zum Beispiel, was ihr seid dabei, Grooves zu spielen, wo ihr Achtel in der rechten Hand habt, aber jetzt Sechzehntel Noten in der Bassdrum zum Beispiel. Und das erstmal eure Herausforderung ist. Zum Beispiel, wie ich eben schon mal meinte, dum, ding, dang, ding, dum, ding, dang zum Beispiel. Dann ist ja dieses du, dum, so. Dann macht erstmal diese zwei Bassdrumschläge und auf dem zweiten Bassdrumschlag ist das Right-Becken. Dann macht erstmal nur das. Dum, ding, dum, ding. Dann nehmt den Right-Becken davor mit dazu. Ding, dum, ding.
Ding, dumm, ding. Und wenn ihr das einzeln auseinanderbaut und wieder zusammensetzt, kommt ihr super effektiv zum Ziel. Das ist halt einfach nur, braucht man relativ viel Disziplin letztendlich einfach dazu, um das so durchzuziehen. Wenn man nicht immer super schnell gleich zum Ziel will, aber macht langsame Schritte. Komme ich gleich auch nochmal dazu. Punkt Nummer 6, ich hab mir so eine kleine Liste wieder gemacht, ich vertausche meine letzten zwei Punkte. Jetzt kommt der Punkt, den ich bei dem Video-Workshop für die Ingolf Musikschule nicht erwähnt habe, was aber auch wieder wahnsinnig wichtig ist und ich in meinen letzten Videos bei der Motivationsgeschichte immer erzählt habe, und zwar Ziele. Und jetzt kommt es mal nicht ist schon klar. Also ihr habt den Groove, den ihr übt, dann ist das Ziel, dass ihr den spielen können wollt. Das ist irgendwie logisch. Aber ich meine jetzt sozusagen, für mich ist so ein Ziel immer stellvertretend für so eine Treppe. Und ich kann diese Treppe selbst unterteilen, in unterschiedlich viele Stufen. Manche Treppen haben 3 Stufen, manche haben 10 Stufen. Und das sind einfach, was ich eben schon mal meinte, gerade mit, wenn Fokus auf die Herausforderung, und dann macht es euch erstmal so leicht wie möglich, indem ihr erstmal den schwierigen Teil einzeln übt zum Beispiel, dann ist das meine erste Stufe, wo ich gerade meinte, dumm Ding. Die nächste Stufe ist, ich nehme das Right-Becken zuvor wieder mit dazu. Ding, dumm, ding. Die nächste Stufe. Dann nehme ich noch einen Schlag mit dazu und noch einen Schlag und so weiter. Und ich bin 5, 6 Schritte gegangen, bin aber effektiv zu meinem Ziel gekommen und ich stehe oben an der Treppe. Also setzt euch diese Zwischenziele, wenn ihr da an einer einzelnen Sache gerade übt. Es gibt manche wenige Übungen, da ist es schwierig mit Zwischenschritten sozusagen, weil wirklich die Herausforderung nur immer in der ganzen Übung liegt. Aber bei den allermeisten Übungen kann man das wirklich super einfach zerlegen. Oder ihr geht dann auch erstmal her und sagt, okay, ich übe diese 4 Takte. Takt 2 ist für mich am allerschwierigsten. Dann mache ich natürlich erstmal nur Takt 2. Und wenn ich merke, von Takt 2 ist die Stelle genau da, von der 2 zur 2 und das Schwierigste, dann übe ich mal nur von der 2 zur 2 und. Und dann gehe ich her und übe von der 1 bis zur 3. Und dann übe ich von der 1 bis zur 4 und dann übe ich den ganzen zweiten Takt. Und dann übe ich den ersten und den zweiten Takt. Dann übe ich den zweiten und den dritten Takt. Dann übe ich den ersten, zweiten und dritten Takt. Dann übe ich den dritten und vierten Takt. Und dann übe ich von 1 bis 4 zum Beispiel. Dann habe ich auch wieder eine sinnvolle Unterteilung, wie ihr einfach effektiv und gut zu eurem Ziel kommt und nicht mit Vollgas versuchen, 20 Mal gegen die Wand zu laufen und dann merken, irgendwie komme nicht vorwärts, sondern ne, ihr teilt euch das einfach gut ein. Ist halt echt eine Disziplinsache. So, und sich ein bisschen Gedanken machen, wie kann ich denn mir die Übungen verleichtern? Klar, wenn ihr Unterricht nehmt, Unterricht habt, eure Lehrerinnen und Lehrer, die können das, die checken das, die werden wahrscheinlich sowieso mit euch so arbeiten. Und ansonsten fragt die einfach, sagt die einfach, hey, ich weiß, wir üben gerade irgendwie das, aber ich arbeite zu Hause noch an dieser Geschichte und dieser eine Tag, da habe ich echt Probleme mit. Könnt ihr mir da mal einfach irgendwie helfen? Ist auch, werdet ihr wahrscheinlich dann sowieso machen, wenn ihr Unterricht habt. Okay, und jetzt noch ein Punkt. Das ist wirklich eine Challenge, was als nächstes kommt, weil das ist definitiv für Anfänger meistens einfach viel und viel zu schwierig umzusetzen. Aber wenn ihr einfach ein bisschen länger schon spielt, würde ich euch das wahnsinnig ans Herz legen. Und zwar, ich habe schon einen Podcast gemacht, zu dem Thema eure Ohren. Ist eure stärkste Waffe sozusagen, wenn man das so betiteln möchte. Und jetzt geht es nicht nur um die Ohren bei dem Punkt Nummer 7, sondern es geht um die Sinne allgemein. Und es gibt von den Sinnen, die wir besitzen, 3 Sinne, die für uns wichtig sind. An allererster Stelle, blablabla, natürlich das Hören, kein Thema, dann das Sehen und das Fühlen bzw. Tasten. So. Und ganz viele, glaube ich, vergessen das oder machen es dann sehr unbewusst. Also natürlich, wenn man schon sehr weit ist an seinem Instrument und sich nur noch mit dem Wie auseinandersetzt und nicht mehr mit dem Was, dann ist man auch auf jeden Fall bei den Sinnen, hundertprozentig. Aber auch wenn ihr noch nicht so weit seid, weil ihr noch nicht so lange das Instrument spielt, könnt ihr es trotzdem einfach schon für euch nutzen. Ich komme wieder auf meinen Unterricht zu sprechen. Auch was ich zu meinen Schülern ganz häufig sage, ist, hey, jetzt spiel es mal nochmal langsam, 4 Mal und hör dir mal ganz bewusst dabei zu. Einfach, dass die mal wahrnehmen, wie klingt das denn eigentlich, was ich da spiele?
Klingt das so gut, wie ich mir das wirklich einbilde? Oder werde ich zum Beispiel, höre ich dann, dass ich irgendwo unsauber spiele, dass ich irgendwo langsamer oder schneller werde? Höre ich dann vielleicht auf einmal raus, hey, die leisen Schläge sind ja gar nicht so leise, die sind ja eher so mittellaut, das ist irgendwie auch nicht so cool und so weiter. Wahnsinnig wichtig, was man dadurch einfach selber lernen kann von sich. Wenn man auch schafft, vor allem übers Hören, so eine gewisse Objektivität da reinzubringen. Also wenn so ein Podcast einspreche zum Beispiel, ich habe auch schon mal erwähnt, dass es für mich wie so eine Sprechübung ist. Mir fallen natürlich bei jedem Podcast, den ich danach bearbeite, denke ich mir, oh, wie oft du sagst und wie oft du irgendein Wort wiederholst, das du inflationär benutzt und so weiter. Aber ich versuche dann, mir dessen bewusst zu werden und von Podcast zu Podcast das ein Stückchen einfach besser zu machen, damit mein Redefluss ein Stück weit besser wird und dass man mir halt auch einfach gerne zuhört. Oder ich mag es halt einfach logischerweise auch, mich da zu verbessern, weil ich bin nicht der größte Redner auf dem Planeten und ich muss es auch nicht werden, um es geht's nicht, aber wenn man was tut, dann macht es doch total Spaß, sich da zu entwickeln. Okay, Sinne, dann haben wir noch das Tasten und das Sehen zum Beispiel. Schaut euch zu bei dem, was ihr da macht. Ich hatte früher, als es mir möglich war, also als ich noch bei meinen Eltern mein Schlagzeug stehen hatte, hatte ich zwei Spiegelwände. Eine links an der Seite und eine so links schräg vorne. Einfach damit ihr auch zum Beispiel einen Blick von außen habt, weil sonst, also es ist ja schon mal super, wenn ihr euch überhaupt beim Spielen auch mal zuguckt oder auch ganz wichtig dahin seht, wo ihr denn hinspielen wollt. Ich meine, wenn du aufs erste Tom hauen willst, dann guck doch auch aufs erste Tom, dann triffst du das auch einfach gut, zum Beispiel. Oder wenn du halt so eine schnelle Bewegung hast auf die Right-Kuppe und die halt nicht immer hundertprozentig erwischt in diesem Feld von 2 Zentimeter, wo es optimal klingt, ja, dann guck dahin. Und dann wirst du das Ding auch einfach viel, viel besser treffen. Vielleicht nicht zu 100%, aber zumindest, weiß ich nicht, zu 95%. Und sonst haben wir den Blick von oben. Und wenn ihr einfach Spiegel habt, wo es für euch einfach passt und wie es möglich ist, dann habt ihr einen Blick mehr oder weniger von außen. Das ist einfach auch mal super, weil dann könnt ihr vielleicht eure Fußbewegung einfach von der Seite sehen. Dann seht ihr eure Hände von der Seite oder von vorne. Und dann fällt euch einfach auch vielleicht auf, boah, ich gucke immer so verbissen beim Spielen. Ja, wenn man sich konzentriert, auf die Zunge beißen, ist ja total der Klassiker. Hey, als ich von mir früher immer Videos gesehen habe, dachte ich, dass ich meine Zunge überhaupt noch im Mund habe, ist ein Wunder. Also was man sich da, also das ist ja so der Klassiker, oder die Mimik und die Gestik spinnen drum. Ich meine, das macht ja auch total Spaß, Musiker zu sehen. Und wenn beim Gitarren so, dann kommt immer irgendwie so, ah, die Schnute und das wird das Gesicht verzogen. Ja klar, weil man da halt voll drin ist und das ist ja auch super, aber ich meine, verbissen wollen wir wahrscheinlich alle nicht zum Beispiel irgendwie gucken beim Spielen, kann ich mir zumindest vorstellen. Also das wären meine Empfehlungen. Und fühlen und tasten, das ist eine wirklich, also ich sag mal so, spätestens, wenn ihr euch mal wirklich um eure Techniken kümmert, also sprich, also wie halte ich wirklich meine Stöcke? Und ich will jetzt einfach Doppelschläge spielen zum Beispiel. Will ich aber diese Doppelschläge spielen, mit welcher Technik? Also will ich es rein mit dem Rebound vom Stock machen? Mache ich es übers Handgelenk? Mache ich die Finger auf? Also nutze ich eine Fingertechnik? Wie habe ich überhaupt meine Stöcke und wie kann ich dann eine Fingertechnik nutzen? Oder meine Armgelenke, Unterarme, whatever. Dann bin ich natürlich beim Fühlen, beim Tasten. Dann muss ich mich einfach wahnsinnig wirklich mit der Sensibilität einfach mal meine Finger auseinanderzusetzen und mit meinem Körper allgemein. Und das ist, was das wirklich wahnsinnig arbeitsintensiv ist. Also da muss man sich wirklich hinsetzen und nicht nur für 2 Minuten, sondern wirklich für längere Zeit und da wirklich sich lange damit beschäftigen. Und Leute, also wenn ihr das seht und das alles hinter euch habt, dann wisst ihr das wahrscheinlich. Also wie viele Stunden wir da an irgendwelchen nur Snares oder Practice Pads verbracht haben, um halt einfach unsere Single Strokes, Paradiddles, Doubles, whatever oder was man halt irgendwie so braucht, für sich irgendwie auszuchecken.
Oder halt einfach unterschiedliche Techniken auszuchecken, weil es gibt nie nur eine richtige Technik für irgendwas. Das ist totaler Quatsch. Aber ihr müsst ja was finden, mit dem ihr gut zurechtkommt. Und das muss man natürlich erstmal für sich auschecken, weil woher soll man das vorher wissen, wenn man die Erfahrung noch nicht hat? Mache ich das besser mit meinen Fingern? Wie mache ich es? Wie achte ich denn auf den Rebound? Ist es eine Mischung aus allen möglichen? Und so weiter und so weiter. Okay, so, jetzt soweit. Fertig mit den 7 Punkten, wir rekapitulieren nochmal. Also, erstens war langsam spielen. Zweitens ganz, ganz oft wiederholen. Drittens die Fehler erkennen. Viertens laut mitzählen oder sprechen oder singen. Fünftens den Fokus richtig setzen, den Fokus auf die Herausforderung. Punkt Nummer 6, die Ziele setzen und die Zwischenschritte für eure Ziele. Und Punkt Nummer 7, eure Sinne hören, tasten, fühlen und sehen. Okay. Ich bin gespannt, wie euch das weiterbringt. Schreibt mir da gern, wie immer, mal eine E-Mail dazu oder einen Kommentar. boom-zack@gmx.de. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Üben, viel Spaß mit den Tipps und bis zum nächsten Mal. Euer Arnie.